Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Aus Gründen, die ihr vielleicht nicht versteht oder vielleicht doch versteht, weil ich es jetzt erkläre. Also, ich habe nichts mehr. Gar nichts mehr von dem Spielstand. Also ja, ich habe den Spielstand fertig gespielt, ich habe das Let's Play fertig aufgenommen. Aber ich konnte es nie hochladen, weil die ganzen Daten verloren gingen, als mein PC zur Hölle fuhr. Sagen wir mal zur Hölle fuhr. Ja, nee, er ist wieder auferstanden. Jedenfalls werde ich jetzt ein bisschen replayen und ich werde ein Faith-Bild, also ein Paladin-Bild nehmen. Ich werde vermutlich mit einem Uchi-Katana spielen. Ich will das Ganze noch gar nicht so genau planen, aber ich habe schon so ungefähr im Kopf, was ich am Anfang mache. Also werde ich nur so ein paar Ausschnitte zeigen. Oder wenn ich jetzt vielleicht verrecke, dann werde ich das vielleicht auch zeigen. Oder werde ich es wahrscheinlich auch zeigen. Also es wird viel geschnitten, bis ich wieder in den Tiefen bin. Ich glaube, siehst du die Tiefen? Ich glaube, es sind die Tiefen. Ach ja, und es wäre möglich, dass ich, nachdem ich das Spiel jetzt schon 4 bis 5 Mal durchgespielt habe, ein bisschen besser bin als vorher, weil ich vorher überhaupt keinen Plan hatte. Da habe ich es halt nur mal ein bisschen mitgezockt bei Bekannten. So. Also, was machen wir jetzt? Wir machen uns einen geilen Charakter. Ich kommentiere das übrigens gerade alles nach. Denn, wie mein tolles Aufnahme, alles ist toll und so, mein Mikrofon ist toll, mein neues. Und leider ist das Fenster nicht toll. Das Fenster ist verdammt undicht und es war windig. Wir hatten irgendwie so einen krassen Sturm, der alles getötet hat. Und genau da habe ich aufgenommen und dachte mir, das hört man doch gar nicht. Das ist so ein leichtes Pfeifen, so ein beruhigendes, leichtes Pfeifen und... Peng, ganze Aufnahme im Arsch. Ich kommentiere nach, alles gut. Mittelscheitel, ich weiß gar nicht, das ist gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe jetzt nur so ungefähr 10 Minuten Aufnahme. Oh Gott, nein, 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 mein Bildschirm schwarz. Nein. Oh, Mittelscheitel, oh, ich glaube, ich nehme... Das ist ziemlich scheiße, das nehmen wir nicht. Nee, nee, nee. Das ist gar nicht gut. Jetzt hat es gerade voll geleckt, jetzt leckt es gerade wieder volle Kanne. Jetzt ist der Sound weg. Oh, 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 es geht weiter. Sehr gut. Mittellang. Mittellang, ich werde jetzt mal einen Geheimratsweg nehmen. Nimm Geheimratsrat. Nimm Geheimratsrat. Ja, genau. Sorry. Eine rote Farbe ist doch gut. Ja, jetzt passen wir nichts mehr an. Nein, das tun wir nicht. Nein, tu es nicht. Doch, aber er tut es. Also gut, ja. Dieser Kacke sieht halt nicht aus. Das sieht doch ziemlich hässlich aus. Gebt euch diesen hässlichen Fatzken. Wow. Und die Brustbehaarung ist natürlich auch voll toll. Komm schon, jetzt anpassen. Ja, nein, doch nicht. Warte mal. Okay, ja. Und jetzt annehmen. Komm, jetzt nehmen wir an. Das ist doch mal ein geiler Charakter. Seht euch diesen Charakter, ein Bild von einem Charakter. Und es wäre da. Muss irgendwie einstellen, dass der Bildschirm nicht dauernd schwarz wird. Ja, das geht jetzt nicht. Oh, schon beim ersten Boss bin ich gut. Bam, voll in die Fresse. Wir werden jetzt in 10 Sekunden killen und das mit Ansage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, fuck. Das war doch nicht gleich ganz. Aber wow, oh, das war knapp. Das war knapp. Fast hätte er uns voll eine mit seinem Riesendödel erwischt. Aber da ist er down gegangen. Dieses kleine Drecksvieh. Gib uns deine Seelen und deinen Schlüssel. Peng. Voll mit dem Vogel flogen. Und ich flieg wie ein Flieger. Oh. Ab geht es zum Feuerlingsschrein. Feuerlingsschrein, der linkt uns alles hier. Peng. Ich glaube, ich habe schon alles Wichtiges gesagt. Jetzt kommt es nur darauf an, dass ich irgendwas Tolles mache. Wie zum Beispiel mich hinsetzen und dann sofort wieder aufstehen. Einfach so, weil ich es voll kann. Peng! Oh, Arzt! Ah. Ja, da habe ich wohl ein paar Sachen geholt und wurde von denen hart rangenommen. Scheiße. Oh, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Oh ja, verhüllte Seele. Okay, und jetzt in einem Stück zurück und was wird passieren? Ja, ihr wusstet es schon, wir saufen ab. Weil wir genauso gut schwimmen können wie... Gott, mir fällt nichts Gutes ein, was nicht schwimmen kann. Ein Stein. Boah, da dachtet ihr schon, jetzt verrecke ich wieder, weil ich es reingeschnitten habe, oder? Oh, wir haben ein Problem. So weit bin ich noch nie gekommen und... Oh, ja, Leroy Jenkins. Leroy Jenkins wollte ich gerade sagen. Ja, aber ein epischer Tod. Ich komme wieder.
oder auch dich, weil ich nichts mehr zu tun habe. Weil Lives of Drakes habe ich noch nie gefinisht. Und wir bringen die Estus Flas zurück. Bäm, Estus Flas plus 1. Ja. Danke, Schlangenlady. Oh, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, nee. So eine Rotz. Oh, fast von Drachen gewischt. Das war ganz knapp. Lust. Und das Leuchtfeuer, das erste. Und wir sehen uns gleich wieder. Habe ich gerade ein Secret gefunden? Oder ist es halt einfach nur hier zum Sterben? Es ist hier nur zum Sterben. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Secret ist. Fuck! Wo zum Fix sind wir hier? Oh oh. Nicht gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fear the Almighty. Hallo. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Es hat mich verarscht. Alter, mies Drecksau. Man kann übrigens, wenn man es beim ersten Mal macht, rechts rauflaufen und dann durch den Kerkerherder durch, bevor es sich schließt. Alter, ist der gerade ganz runtergesprungen? Oh, ja, Schmetterling. Yippie! Ja! Diesmal war Petrice endlich mal hilfreich. Alter, danke Petrice. Petrice! Oh, ja gut. Und ab dafür. Oh Gott, lauf! Yippie! Skiller. Epic Schild. Motherfucker. Das will verarschen. Da ist noch einer. Alter, war das knapp. Fuck.